Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute sind wir mal wieder in Minecraft Restart. Ja, heute gibt es mal endlich wieder ein Video mit dem Onyx Client. Ja, weil ich einfach mal mich echt freue, dass er wieder drin ist. Wenn das oben zu viele Informationen, geil, du bist endlich auch mal da, für euch sind, dann stelle ich das gerne mal auf. Ich glaube, die CPS sind gerade sehr unnötig. Combo-Counter auch. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was wechseln und was nicht. Und dann habe ich mir noch Optifine für Bedrock heruntergeladen, damit ich komplett... Ja, ich weiß, ist etwas cheaten. Aber es soll auch... Ja, es soll das bringen, damit ich hier sehe, was der Villager so nice ist, tradet. Und heute gehen wir mal wieder in den Nether, weil ich habe nach Ewigkeiten von Suchen endlich eine Festung gefunden. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich bin da aber drin einmal fast an Blazes gestorben, weil ich habe schon etwas Blaze Rods gefarmt. War aber das Problem war halt, die sind wegen der 1.18.10 sehr laggy. Deswegen spawnen die erst viel später. Und deswegen hat das halt sehr Verzögerung. Deswegen ziehe ich auch heute mal meine Full-Dia-Rüstung an. Nur damit ihr es wisst, habe ich im letzten Video, glaube ich, schon mal erwähnt. Die habe ich hier drin gefunden, da unten. Also nicht die Full-Dia-Rüstung, aber halt alles andere, das geht noch ganz tief runter. Kann ich euch aber in dem nächsten Video mal im Detail erklären. Und ihr wolltet wissen, was jetzt mit Swanny los ist. Ja, das Ding war halt... Wegen der neuen Version musste der Realm ein Update machen. Weil das dann dieses Realm Plus wäre abgelaufen und so. Dann aber war das Problem, dass du quasi, wie soll ich das jetzt am besten erklären, dass du quasi leichte Probleme damit hattest. Nämlich, da ist der Realm quasi abgestürzt. Und er wurde halt auf die letzte Speicherung gesetzt. Auf die letzte, wo der Realm komplett heruntergeladen wurde. Und das war die letzte. Und deswegen war halt alles, was Vanny gemacht hat und so, weg. Und das war dann natürlich auch mies. Aber jetzt Vanny und ich haben keinen Beef, wir zocken immer noch zusammen. Wir können auch weiterhin PvP-Videos bringen. Swanny kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wann er wieder Videos auf PvP, Bock auf PvP-Videos hat oder mir über Discord schreibt. Und bevor wir in den Nether gehen, lass gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wieder habe ich euch gesagt, Vorbereitung. Diesmal habe ich mehr Pfeile mitgenommen. Genügend Essen natürlich und genügend Blöcke. Obwohl wir Blöcke jetzt nicht unbedingt brauchen, weil ich habe mir die Cordis aufgeschrieben. Oder nicht aufgeschrieben, ich habe einfach einen Screenshot davon gemacht. Warte, wo ist der Portal-Screenshot? Ach hier. Direkt, nee, das ist nicht das vom Spawner. Hier. Hier, okay. Minus. Erstmal ab in den Nether. Minus 100. Oh, da muss ich weit laufen. Vorsichtig. Bin ich in die Richtung gelaufen? Ja. So, erstmal die Schuhe anziehen. Dann sind wir zwar nicht ganz full dir. Boah, sind die Pickles creepy aus. Noch Glück gehabt. Das verbuggt. Komisch. Ich habe das ja so eingestellt, dass ich sehe. Oh, eine Gasträne. Die ist nice für Regenerationstränk. Erstmal müssen wir hier sehr weit lang. Nee. Minus-Cordis. Wir müssen hier lang, weil. Die Festung ist sehr weit entfernt, die ist so um die 3000 Blöcke weit weg, deswegen muss ich die erstmal weiter suchen. Und Leute,
Leute, wie ihr eben schon sehen könntet, das ist auch so ein Bug mit den Hungerkeulen. Manchmal regenerieren die einfach sofort wieder, deswegen muss ich die auch immer im Auge behalten. Und ich suche mal weiter. Und jetzt geht's, ab geht's in diese Richtung. Hier seht ihr auch meinen natürlichen Weg. Hier habe ich natürlich auch einen Gang gebaut. Und ja, Saber ist safe. Vorsichtig, dass keine Skelette da sind. Ja. Oh, shit. Hier sind doch noch Skelette. Wir müssen da hoch, wo ich den Weg mal gebaut habe. Vorsichtig, Gas. Ja, Leute. Ich hoffe, wir überleben das. Und wir können uns bei der Festung wieder drehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hoffen wir es mal. Leute, wir sind da. Ich ziehe gleich meine Diamond-Schuhe an. Wir sind da. Nach einer halben Ewigkeit. Gegner sind wir endlich da. Die Festung. Jetzt nur noch hoffen, dass kein Gas uns angreift. Und ab geht's. Rein da. Shit. Lässt sich von Aberwasserslimes aus der Ruhe bringen. Sehr gut vorbereitet. Kann die Show, glaube ich, doch noch nicht anziehen, weil hier sind viele Pickens. Warte, wo muss ich hin? Muss da hin. Aber wie? Muss da hinten hin. Hier runter. Obby und ein bisschen Iron. Das, oh, klingt vielversprechend. Was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? Komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Save und Saver gehen. Da ging es lang. Wir sind gleich beim Spawner, Leute. Hier hoch. Vorsichtig. Das weiß ich noch. Und nur damit ihr es wisst, in so. Oh, ich muss hier mal gleich ein Safe Room bauen. So. Jetzt können wir reden. Nur damit ihr es wisst, in einer Festung gibt es Looträume. Mit Kisten, dann gibt es Treppen, wo meistens Warzen da sind, dann gibt es solche Lavaständer und natürlich auch die wertvollen Spawner. Und wenn ihr Wither Skelettköpfe farmen wollt, geht am besten auf einer dieser Bridges. Da spawnen die am häufigsten. Und rein hier in den Spawner. Safe. Und jetzt müssen wir auch merksam sein. Wird von jeder Zeit sein, dass die gar nicht richtig spawnen. Oh, ich hätte das Loot-Schwert mitnehmen sollen. Kommen lieber nur zwei Blaze-Wards mit. Ja, und Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, kommentiert mit Hashtag wieder unter diesem nice Video und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!